Ja, hallo, herzlich willkommen zu meiner kleinen Präsentation. Deine Webseite, dein Website Relaunch, 11 ultimative Erfolgstipps, wie du da am besten vorgehst. Die Frage: Ist deine Webseite bisher eine digitale Visitenkarte oder ist sie schon eine verkaufsstarke Dialog- oder Kommunikationsplattform? Wenn du deine Webseite verändern willst, dann bitte bedenke, man kauft keine Website. Ich verstehe die Ausgangssituation. Wie soll man sich als Unternehmen bei der Bandbreite von Website-Angeboten noch überhaupt noch orientieren? Vom Selbstbaukasten, mit dem jeder im Handumdrehen seine eigene Webseite angeblich machen kann oder seinen eigenen Webshop erstellen kann, über Dumpingangebote von Agenturen bis hin zu komplexen Gebilden ab 20, 30, 40, 50.000 Euro aufwärts, ist alles möglich und die Angebotsvielfalt, wie ihr selber wisst, ist heute kaum mehr überschaubar. Wer heute einen Website-Relaunch oder eine Webseite wie ein Produkt einkaufen will, glaube ich, zäumt das Pferd von hinten auf und hat die Spielregeln der digitalen Kommunikation im Internet noch nicht begriffen. Es geht hier im Vorfeld, also wenn du startest, erst einmal um die Konzeption, um die Planung und um dann erst um die Erstellung deiner Webseite. Also ohne Strategie, so wie immer im Marketing, ohne Strategie, ohne Analyse der Makro-Mikro-Umwelt, ohne Analyse deiner Wettbewerber, ohne Analyse der Bedürfnisse deiner möglichen Zielgruppen, macht es keinen Sinn, über die Struktur, den Aufbau, die Funktionalität und den Preis einer Webseite überhaupt zu reden. Es ist einfach noch der falsche Zeitpunkt. Auch die Frage, die dann immer kommt, wie aus der Pistole geschossen: Was kostet eine Webseite? Was kostet ein Website-Relaunch? Also auch hier, wer so fragt, sorry, der macht sich's einfach zu einfach und der sollte das Pferd lieber andersherum aufzäumen. Punkt. Wer seinen Kunden ernst nimmt, stellt den Kunden ins Zentrum seiner Überlegungen. Also auch in die Überlegungen, wie sieht meine zukünftige Website, wie soll unsere zukünftige Unternehmenswebseite aufgebaut, strukturiert sein und wie soll sie aussehen. Damit bestimmt der Kunde den Aufbau deiner Webseite und nicht du und kein fixfertig gekauftes Template und nicht die Ideen deiner Webdesigner oder nicht die Ideen und Eingrenzungen deiner Programmierer. Das geht nicht und das geht nicht und das geht schon gleich gar nicht. Also erst wenn du deine Strategie, also deine Analysen, Ziel, Zielgruppe, Bedarfsgruppe, Wünsche, Lücken erarbeitet hast, dann kannst du dich dem Thema Funktionalität, Aufbau, Software und dann letztendlich dem Preis deiner Webseite zuwenden. Und jede Agentur, die es andersrum her macht, die wie aus der Pistole geschossen sagt, eine Webseite kostet bei uns die Summe XY, dann ist das ist mit Vorsicht zu genießen. Man kauft eine Webseite nicht wie ein Produkt von der Stange. Wer das so macht, hat das Instrument Webseite als Dialoginstrument, als Ersatzgespräch nicht verstanden. Webseite als Ersatzgespräch, was meine ich damit? Eine Webseite ist für mich als Werbepsychologe ein dynamisches Gebilde, ein hochsensibles Ersatzgespräch zwischen dem Anbieter und der Bedarfsgruppe. Richtig konzipiert gibt sie Antworten auf die Probleme und Fragen der Kunden und schützt damit das Unternehmen als digitale Heimat auch vor der Abhängigkeit von Plattformen wie Amazon, Social Media Kanälen oder mächtigen Suchmaschinen und Suchsystemen wie Google. In einer digitalen Welt ist also deine Website Dreh- und Angelpunkt deiner Kommunikation mit Stakeholdern, mit Kunden. Und es ist aber auch ein unersetzliches Marktforschungstool und zugleich der Brückenkopf
in soziale Netzwerke, ein Brückenkopf in diese fremden Systeme für dich hinein, auf den du dann praktisch wieder die Anfragen zurückführst, Permissions abgreift, den Dialog mit deinen Kunden führst, Kundenbindung und Kundennähe aufbauen kannst. Also stehst du vor der Herausforderung, eine Webseite neu aufzubauen, einen Relaunch einer Webseite etc., dann tust du gut daran, und das ist wirklich mein Tipp nach 20, 25 Jahren Agenturarbeit, überlege im Vorfeld genau strategisch, wie und wozu die Webseite bei entsprechenden Bedarfsgruppen in deiner Kommunikation zum Einsatz kommen soll. Wenn du wirklich nur eine digitale Visitenkarte willst und mehr nicht, natürlich bekommst du dann oder natürlich macht es dann Sinn, wenn du dir ein billiges Template besorgst und wenn du dir eine billige Webseite hinstellst für 450 Euro, weil die dann ihren Zweck erfüllt. Und deswegen solltest du eben im Vorfeld strategisch arbeiten und sagen, was ist der Einsatz meiner Website oder meiner Landingpage? Wie man mit ihr fortwährend neue Interessenten, Leads und Kunden schafft, das musst du dir überlegen. Wie man mit ihr Kundenbindung, Kundennähe und echte Wettbewerbsvorteile erzielt, das solltest du dir überlegen. Und denk dran, die Website ist ein dynamischer Dreh- und Angelpunkt für dein Marketing und deine Kommunikation. Mit ihr führst du fortwährend sogenannte Ersatzgespräche und dabei verändert sich deine Webseite mit den Fragen, Wünschen und Erwartungen deiner Kunden, deiner Bedarfsgruppe. Das heißt, deine Webseite wird auch nie fertig sein, sondern du wirst sie immer weiterentwickeln, perfektionieren, immer mehr fokussieren, immer mehr entrümpeln und immer mehr auf die Erwartungen und Anforderungen deiner Zielpersonen, deiner Bedarfsgruppe optimieren. Wichtig, ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt ins Geschäft zu kommen, muss deine Webseite findbar sein. Also sie muss findbar von der Bedarfsgruppe gefunden werden. Das Spiel läuft so. Ein bestimmtes Ereignis führt dazu, dass der Mensch einen Mangel, eine Lücke spürt. Und deswegen fühlt er sich unwohl. Und jetzt entsteht das Bedürfnis, ein Motiv, diese Motivschieflage wieder ins Lot zu bringen. Ein Bedarf bildet sich langsam heraus. Und es entsteht der Handlungswille, die Person sucht nach Abhilfe, nach einer Lösung. Zum Beispiel im Internet, bei Google, 62.000 Suchanfragen pro Minute. 62 Suchanfragen pro Minute. Das sind, stell's dir vor, 2 Billionen. Das sind 2.000 Milliarden Suchanfragen pro Jahr. Nimmt man alle alternativen Suchsysteme dazu noch hinzu, wow, ist das Suchvolumen online im Internet gewaltig. Als Anbieter musst du dieses Spiel mitspielen, du musst dabei sein, du musst findbar sein. Also legen großen Wert auf die Findbarkeit deiner Webseite. Greifen wir das vorherige Beispiel wieder auf. Die Bedarfsgruppe sucht und findet dich im besten Fall. Wenn du jetzt die richtigen Antworten gibst, und dabei solltest du nicht stur in alter SEO-Manie auf die Suchmaschine Google ständig optimieren. Auf die Suchmaschine, auf die Suchmaschine, auf die Suchmaschine. Sondern überleg dir, optimiere auf das Ereignis. Was löst bei meinen Kunden welches Problem aus? Bei meiner Bedarfsgruppe. Wie fühlt sich meine Bedarfsgruppe? Welche Fragen stellt meine Bedarfsgruppe? Und dann musst du letztendlich überzeugen.
Also Findbarkeit, denk dran, ist nur die halbe Miete. Man hat dich gefunden und jetzt muss deine Webseite, du, die Antworten und Lösungen liefern, welche die Schieflage deiner Bedarfsgruppe glaubhaft wieder ins Lot bringen können. Und das besser als die Angebote deiner Wettbewerber. Somit hast du lauter kleine Mini-Verkaufsgespräche oder Mini-Informationsgespräche auf deiner Website. Und denk dran, die Besucher deiner Webseite kommen dabei sehr oft aus einem Suchsystem. Haben wir ja gerade gesehen. Und sie kommen mit einer bestimmten Erwartungshaltung. Und meist will der Besucher, der Suchende, ein Problem lösen. Und er hat Fragen. Und jetzt will er antworten. Die richtigen Antworten. Und deswegen tust du auch wirklich gut daran, im Vorfeld Motivforschung zu betreiben. Welche Ereignisse führen wozu? Und ihr seht ja auch, Karl Graz optimiert immer wieder auf die Ereignisse. Was passiert vorher? Und aber genauso überlegt euch, was wird in Zukunft bei meiner Zielgruppe, bei meiner Bedarfsgruppe, die ich eben kenne aus der Motivforschung heraus, welche Ereignisse werden bei dieser Zielgruppe in Zukunft Schieflagen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erzeugen? Okay? Also, er kommt auf deine Seite und jetzt will er antworten. Blitzschnell kommt es zu dem sogenannten Erstdialog mit deiner Webseite. Der Leser scannt deine Webseite. Er bildet sich einen ersten Eindruck, wie wir Werbepsychologen das nennen. Fühlt er sich angesprochen? Sagt er sich, so wie Karl Graz es ausdrückt, das bin ja ich, die reden ja von mir. Dann, und genau das meint es, dann kommt es zu einem Folgedialog. Das heißt, er beginnt von der Aufnahme der Information, beginnt er langsam im Arbeitsspeicher zu elaborieren und es kommt der Wechsel von der reinen Aufnahme der Information zur Verarbeitung, zur Wahrnehmung deiner Information. Und je besser du diese Webseite gestaltet hast, je besser du deine Information aufbereitet hast, bildlich und textlich, vielleicht noch mit einem Movie, mit einer unterstützenden 3D-Animation, desto tiefer, desto länger wird der Leser auf deiner Seite bleiben, die Information elaborieren, sie verstehen und natürlich musst du ihn dabei aktivieren und wenn du Glück hast, dann kommt es zu einem positiven ersten Eindruck. Er steigt in den Folgedialog rein und am Ende bekommst du von dem Leser dein großes Ja. Ja, ich kaufe, ja, ich bestelle, ja, ich klicke hier, ja, ich mache das, ich mache dies. Gut. Und dieses Verhalten löst du aber nur aus, wenn deine Webseite einzigartig ist. Okay? Also, man hat dich gefunden und hat die Bedeutung deiner Lösung erkannt. Und jetzt, wie gesagt, kommt die härteste Nummer. Die Entscheidung der Bedarfsgruppe für dich. Und jetzt beginnt dein eigentliches Verkaufsgespräch. Online. Und was jetzt kommt, hat eigentlich nichts mehr mit Online-Marketing zu tun, nur eben, dass es online passiert. Aber letztlich geht es um die Frage, warum soll die Zielperson deine Lösung, dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen oder eine bestimmte Conversion vollziehen und nicht das Angebot der Konkurrenz annehmen. Also bring jetzt glaubhafte Argumente und Beweise, über den Preis zu gehen. Denk dran, klappt immer nur, wenn du Kostenführer bist. Und selbst der Kostenführer scheut es, über den Preis zu gehen. Also denk daran, deiner Zielperson, deiner Bedarfsgruppe Antworten zu geben auf deiner Webseite, auf den Unterseiten, auf den Themenseiten deiner Webseite. Beispiel. Er wird sich fragen, worum geht es hier auf dieser Seite? Bin ich richtig? Löst das Angebot hier mein Problem? Kann ich dem Angebot vertrauen? Wer beweist mir das? Wie bekomme ich es und was kostet es? Was muss ich jetzt tun? Und so weiter und so weiter. Also spiel einmal diesen Verkaufsdialog konzeptionell durch, bevor du die Webseite oder die Themenunterseite aufbaust. Website und Responsivität.
ja, ich traue es mich schon gar nicht mehr sagen. Responsive meint hier nicht nur, dass deine Webseite dein Template auf einem Mobile Device umklappt, also nicht nur auf dem Desktop lesbar ist, sondern auch auf dem Mobile Device dargestellt wird. Layoutmäßig kann das heute jedes billige Template. Das ist aber nicht gemeint. Nein, gemeint ist, ob du deine Inhalte, Text, Bild, Video, 3D-Animationen, Testimonials und so weiter, der Perzeptionssituation der Bedarfsgruppe anpasst. Das heißt, passt sich der Inhalt der Aufnahme und Lesesituation an? Ist der Inhalt überhaupt konsumierbar in diesem Kontext? Meint, lese ich unterwegs, auf dem Mobile, will ich kürzere Texte, als wenn ich vor einem großen Bildschirm im Office sitze oder abends auf der Couch mit dem iPad. Aber denk dran, es bleibt immer eine URL, eine Themen-URL, die eben unterschiedlich ausspielt. Aber dazu an anderer Stelle. Also, mein Tipp für die Webseite, für deine Webseite, für deinen Website-Relaunch, mach's gleich richtig. Webseiten sorgen dafür, dass du mit deinem Angebot im Internet findbar bist. Dabei muss dein oder ihr Angebot inhaltlich so aufgebaut sein, dass es dem Suchenden von unterschiedlichen Suchmaschinen angezeigt wird. Und erst dann kommst du ins Spiel und kannst die Kunden von deinem Angebot überzeugen. Und damit das passieren kann, muss natürlich deine Webseite technisch richtig aufgebaut sein und inhaltlich überzeugend. Auch wenn SEO nicht mehr diese dramatische Rolle spielt wie früher, natürlich sind bestimmte Qualitätsstandards einfach wichtig und diese sollte die Seite beinhalten. Wir als Agentur nutzen hier immer zwei Tools, einmal von Markus Tandler, meinem Freund des OnPage.org, ein wunderbares, schnelles Tool, wenn es um die Qualitätssicherung der Webseite geht und natürlich dann auch für den Research Search Metrics und die Tools von meinem lieben Freund Karl Gratz. Ja, dies füttert letztlich nicht die Suchmaschinen, sondern beeindruckt den Leser. Das ist das Ergebnis, der sich dann für oder gegen dich entscheidet und dich mit einem großen Ja belohnt. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt in diesen 17, 18 Minuten dir einen kleinen Überblick geben konnte, was wichtig ist, wenn du eine Webseite planst, wenn du deine Webseite optimieren willst oder wenn du einen Website-Relaunch planst. Wenn wir dich als Agentur, als 4M-Agentur hierbei unterstützen können oder dürfen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Die Adresse unserer 4M-Agentur www.4m-marketing.com findest du hier und meine Telefonnummer für den Erstkontakt kannst du mich jederzeit anrufen oder können Sie mich jederzeit anrufen 0171 358 2159 und vielen Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Tag. Ihr oder dein Karl-Peter Fischer.